Hallöchen und herzlich willkommen auf meinem Handarbeitskanal Cheap Love Fool. Wir häkeln, stricken und spinnen hier. Und wenn dir meine Videos gefallen, lass einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und ein Abo. Da würde ich mich freuen, wenn denn damit unterstützt du mich. Und heute habe ich eine wunderschöne Häkelidee für euch. Und zwar kannst du das auch als Resterprojekt nehmen. Ich habe mir verschiedene Wollen von dieser Sorte gekauft. Ihr seht schon, ich habe mir auch schon eine praktisch aufgeteilt auf viele kleine Wollknäuels. Aber zuerst stelle ich euch wie immer die Wolle vor, falls du das mit dieser Wolle nachhäkeln möchtest. Es ist der Neon Twister, ein Strickgarn. Das kann man natürlich auch verhäkeln. 100 Gramm haben hier 275 Meter. Und hier steht es auch, verhäkelt und verstrickt kann es werden mit einer 3er bis 4er. Dann nur Handwäsche und Achtung, Werbung aus dem Teddy. So, nun lasst uns mal beginnen. Ich habe mir das praktisch jetzt in ganz viele so kleine aufgeteilt. Habe mir kleine Blütchen davon gehäkelt. Und das Grün fehlt, das seht ihr jetzt. Jetzt kommt nämlich die wunderschöne Idee. Ihr könnt das dann in die Mitte als kleinen Tischläufer in die Mitte legen von eurer Ostertafel. Und dann kann man entweder hier drauf diese kleinen Teelichteier setzen oder aber auch hier so daneben, wer das nicht möchte, dass die Blümchen zugedeckt sind, der kann das auch so daneben setzen. Oder generell das so als kleines Highlight verschenken. Und wie wir das machen, das zeige ich euch jetzt alles. Und zwar geht es nämlich hier weiter in meiner Reihe. Ich habe alles Stäbchen gehäkelt. Ihr seht das hier wunderschön mit Stäbchen hin und rückrein. Und auf einer Reihe, wo wir diese kleine Wiese häkeln, das muss dann natürlich eine Reihe zurück sein, damit das auch alles auf dieser Seite dann jedes Mal ist. Ihr seht das, dass das auf dieser Seite dann immer kommt. Und zwar habe ich eine 4er genommen. Ihr habt ja gehört, das kann mit einer 3,5er bis 4er. Wir machen eine Wendeluftmasche, wenden die Arbeit, gehen hier rein. Und jetzt bist du gewohnt, wie ich, den Faden mehrmals um den Daumen oder um den Zeigefinger zu wickeln. Du darfst das in dem Fall aber nur einmal, weil wir nehmen jetzt nicht von hier vorne, sondern von hier hinten. Einmal durch, machen das mit dem anderen Finger ab und mit einer Kettmasche schließen wir jetzt erstmal diesen, damit das nicht mehr weg kann. So, noch einmal, du gehst hier durch, nimmst hier hinten den Faden, nicht hier vorne. So, gehst durch. Jetzt kannst du das auch mit dem Finger ganz in Ruhe abmachen und dann einfach schließen. So, jetzt geht's weiter. Noch einmal, erst durch die Masche, dann von hier hinten den Faden holen, abmachen und schließen und wieder durch die Masche, nicht den langen Faden, sondern hier hinten den kurzen, jetzt von dem Finger abmachen, jetzt kannst du das auch gleich wieder neu nehmen und mit einer Kettmasche schließen und wieder. Und wenn man das dann ein bisschen beherrscht, diese Technik, die könnt ihr auch gerne erstmal üben, dann geht das auch so schön ruckzuck. Wir haben jetzt noch drei Maschen hier, also rein, hier hinten das nehmen, abmachen und mit einer Kettmasche schließen und wieder. Rein, hier hinten den Faden nehmen, abmachen und mit einer Kettmasche schließen. Und die letzte geht genauso hier rein, mit einer Kettmasche schließen und abmachen. Und jetzt hast du hier auf dieser Seite
diese ganzen kleinen Härchen, was die Wiese dann darstellen soll bei unserer Idee. Und jetzt häkel ich noch mit dir eine Blüte, weil ich finde, diese Machart von Blüten geht unwahrscheinlich schnell und sieht auch noch wunderschön aus. Und zwar, wir nehmen uns jetzt mal das Blau. Du machst eine Anfangsschlaufe um zwei Finger rum und dann holst du dir den Faden durch, machst erst eine Kettmasche, dass das hier alles fest ist. Jetzt kannst du das schon mal ein bisschen kleiner machen. Hier rein kommen 6 feste Maschen. 1, 2, 3 und 4 und 5 und 6. So. Bei wem die jetzt auch so ein bisschen größer sind, das ist ganz in Ordnung, weil wir müssen jetzt in dieser zweiten Reihe immer 2 Reihen machen. Wir schließen jetzt aber erst die Runde mit einer Kettmasche in die erste feste Masche. So, schön anziehen. Eine Steigeluftmasche. Das brauchen wir für die Höhe. Und jetzt gleich hier vorne eine Masche rein. Und dann, also zählen wir hier 1, dann 2 und 3. Das heißt mit dem und, dass immer in eine Einstichstelle 2 Maschen kommen. 4 und 5. Jetzt 6 und 7. Jetzt kommen 8 und 9. Jetzt 10 und 11 und eine Masche brauchen wir noch. Mich hat zum Beispiel immer gestört, dass man hier diese Kettmasche so sieht. Deswegen machen wir jetzt auch die 12. Masche genau auf diese Kettmasche drauf. So, und jetzt hast du schon mal nicht, dass man denkt, hier ist, das sieht aber böse aus oder blöd. So. Und jetzt einfach so mit einer Kettmasche schließen, ein bisschen länger den Faden machen, weil jetzt schneiden wir den ab. Wir setzen eine zweite Farbe an. Und zwar setzen wir jetzt die zweite Farbe an. Was passt schön zu Blau-Gelb? Ach so, eine sehe ich, habe ich schon. Gut, dann nehmen wir Lila. Blau und Lila haben wir auch schon, also Blau und Rosa. Okay, dann machen wir Blau und Rosa. Und dieser Tischläufer ist unendlich, den kann man unendlich weiterführen. Mit den Blumen, mit dem Gras. Wir gehen auch gleich hier vorne rein, holen uns die zweite Farbe, machen 2 Steigeluftmaschen und ein Stäbchen. Und wenn wir das Stäbchen machen, versuchen wir gleich, diese 2 Farben mit einzuhäkeln. Diese 2 Enden, rosa und hellblau. Dann gehen wir in die nächste. Dort machen wir auch ein Stäbchen, 2 Luftmaschen. Und in die gleiche Einstichstelle wie das letzte Stäbchen jetzt, kommt noch eine Kettmasche. So, jetzt gehen wir hinüber zu der anderen Masche. Machen wieder eine Kettmasche, machen wieder 2 Steigeluftmaschen und noch ein Stäbchen mit rein. So, und jetzt schneide ich das ab. Vorher ziehe ich das nochmal an. Dann schneide ich das hier so wunderschön ab. So, jetzt kann man das auch nochmal so ruckeln. Jetzt ins nächste. Erst das Stäbchen. Und dann die 2 Luftmaschen, die mit einer Kettmasche
in das, die gleiche Einstichstelle festgemacht werden. Dann gehen wir hier hinüber in die andere Masche, machen erst die Kettmasche, jetzt zwei Steige Luftmaschen und ein Stäbchen. So. Daneben wieder ein Stäbchen und zwei Luftmaschen und eine Kettmasche. So. In das daneben machen wir wieder eine Kettmasche. Jetzt wieder eins, zwei Steige Luftmaschen und ein Stäbchen in eine Einstichstelle. In die daneben ein Stäbchen und mit einer Kettmasche zwei Luftmaschen. Jetzt gehen wir wieder hinüber in die daneben die Masche, machen eine Kettmasche, machen zwei Steige Luftmaschen und ein Stäbchen. Daneben kommt auch ein Stäbchen. Zwei Luftmaschen, die mit einer Kettmasche in die gleiche Einstichstelle wie das letzte Stäbchen gemacht werden. Dann gehen wir hinüber, machen die letzte, das letzte Blütenblatt mit zwei Steigeluftmaschen. In diese Einstichstelle kommt noch ein Stäbchen. Jetzt haben wir hier drüben noch eins frei. Da kommt erst das Stäbchen. Dann die zwei Luftmaschen, die hier mit einer Kettmasche geschlossen werden. Und jetzt fehlt hier hinten nur noch eine Kettmasche. Die könnt ihr jetzt richtig schön anziehen. Dann wird das hier abgeschnitten. Ihr seht, ihr habt jetzt hier zum Vernähen zwei Fäden, die ihr jetzt hier auch aufnähen könnt. Das kommt hierher, diese Blüte. So, ich habe jetzt hier eine Nadel mit einem großen Öhr. Und dann mache ich erstmal auf der einen Seite das rein. So. Festnähen kann man es hier in diesen, in diesen Einstichstellen. Kannst du durchgehen, ziehst dir das hier richtig schön fest. Ich mache es euch mal an die Seite, damit ihr das auch schön seht. So, dann wird das hier drüben festgenäht. Ihr seht, ich gehe hier unter dem Maschen durch und das hier der rosane Faden war, das weiß ich ja noch von gerade eben. Da kann ich das hier so richtig schön praktisch mehrmals durch, dass das auch nicht abgehen kann. So, jetzt schneide ich das einfach ab. So, dann nähe ich die andere Seite noch an, aber ich möchte gerne auf dieser Seite, das heißt, ich mache mir das jetzt auch hier erstmal rein, so, und gehe erstmal hier hinüber mit meinem Faden und mit meiner Nadel, dass ich praktisch einen zweiten Nähpunkt mir erarbeite. Jetzt geht das hier rein. So. Schön festziehen, umdrehen. Und auch hier hast du jetzt wieder von diesen ganzen Stäbchen ein paar Schlaufen, unter denen du durchgehen kannst. Und dann einfach diese Blüte hier angenäht. Ein paar Mal durch, dass es auch richtig schön fest ist und abschneiden. So. Und jetzt ist diese Blüte auch fertig angenäht.
Du kannst hier jetzt ein Teelicht draufstellen oder wie ich das hier bei den anderen Blütchen schon gemacht habe, habe ich hier so eine Kiste. Ich zeige euch mal meine kleine Wühlkiste. Hier drin gibt es alles Mögliche. Hier diese kleinen Libellen oder auch noch kleine Blüten oder Schmetterlinge oder hier noch kleine Blüten. Und ich würde, glaube ich, gerne noch so einen kleinen Marienkäfer machen. Achtung, Werbung, das alles gibt es im Teti in der Nähecke. Und dann kann ich hier mit einem weißen Faden, da wenn man hier die nämlich annäht, ist hier und da zum Beispiel auch dieses, dieser Annähpunkt. Und jetzt werde ich erstmal sehen, dass ich das hier reinbekomme. So, und dann kann ich mir hier an der Blüte etwas suchen, wo ich dann von hinten hier so schön durchgehen kann. Natürlich kann man das auch genau in die Mitte machen. Ich finde es aber schöner, also das ist mein persönlicher Geschmack, wenn das so an einem Blütenblatt langläuft, das kleine Marienkäferchen. Und das gleich wieder daneben durch die Masche. So, und jetzt habt ihr praktisch hier hinten diese zwei Fäden und ich nähe das nicht fest, ich mache dann immer einen Knoten. So, und dann knote ich mir das richtig schön fest. So, dann schneide ich mir das ab. Und dann habe ich zum Beispiel jetzt wieder eine neue Blüte an meinem wunderschönen Mitteltischdecke, die dann auf meine Ostertafel kommt am Sonntag. Und ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein bisschen weiterhelfen. Ich habe mir auch schon überlegt, vielleicht mache ich das auch an meine Tür. Ich habe nämlich da draußen so kleine Haken, wo man normalerweise so Scheibengardinen festmacht und habe mir schon überlegt, vielleicht mache ich das auch draußen an die Tür, weil es sieht wirklich richtig mega toll aus. Hier mit diesen kleinen süßen Sachen oder für die Ostertafel. So kann man dann auch noch das einfach so hier hinten verstechen oder abschneiden und dann sieht das dann so ganz toll aus. Auf der Ostertafel. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß und gutes Gelingen. Tschüssi, meine Lieben. Habt einen schönen Tag.